Mein Name ist Jens Möller von der Agrarwissenschaftstechnik Heide Altmarkt in Uelzen. Wir sind hier heute im Bereich Biebenbüttel, haben unseren Ersteinsatz mit dem Ideal 7T. Bisschen später als geplant, gab leichte Lieferverzögerungen. Wir haben dieses Jahr mal eine ganz besondere Maschine genommen, haben eigentlich alles reingenommen in den 7T, was geht. Wir haben den großen Korntank mit 17.100 Liter Abbunkerrate, 210 Liter pro Sekunde. Der Drescher hat ein 9,10 Meter Flex-Schneidwerk von Geringhoff, wurde uns empfohlen von den Eco-Spezialisten, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Wir persönlich wollen dieses Jahr damit Erfahrung sammeln und uns überraschen lassen oder überzeugen lassen, ob die Technik wirklich uns noch mal einen Schritt voranbringt. Wir hatten letztes Jahr einen Ideal 7 mit 7,70 Meter Schneidwerk, waren damit sehr zufrieden, haben uns aus den Erfahrungen des letzten Jahres einfach gedacht, wir können da ruhig noch ein bisschen mehr nehmen an Arbeitsbreite, auch wenn die Erträge Richtung 80 doppelt oder mehr gehen, sollte das immer noch problemlos mit dieser Maschine funktionieren. Was wir sonst haben, wir haben für den Drescher noch, klar, Raupenfahrwerk, deshalb die Bezeichnung T. Wir haben eine Allradachse drin und wir haben im Standort jetzt noch die komplette Maisausrüstung liegen, weil unser Gedanke dieses Jahr ist, noch ein bisschen Mais zu dreschen mit der Maschine, zu sehen, wie sie da läuft. Deshalb hat er noch das komplette Maiskit und auch noch einen achtreihigen klappbaren Pflücker von Geringhoff, so dass wir den dann ab Oktober dann auch noch ausprobieren werden. Wir haben ganz dünne Holme nur in der Kabine, die uns wirklich keinerlei Sicht wegnehmen und haben durch das Ideal Drive wirklich eine super Sicht auf das ganze Schneidwerk, dass wir dieses überwachen können. Durch unsere Spurführung, die wir jetzt auch aktiviert haben, sage ich mal, kann ich hier wirklich händefrei alles sauber beobachten, kann Parameter einstellen, kann es sauber überwachen, habe hinten meinen Korn, einen Korntank immer im Auge. Also ich habe hier eine völlige Überwachung der Maschine. Wir haben jetzt hier unsere 4,6 km/h, die wir aktuell fahren wollen. Das Harvest Plus einschalten, wenn wir gleich oben sind. Und in dem Harvest Plus können wir dementsprechend gleich unsere Geschwindigkeiten einspeichern. Da habe ich einmal die minimale und maximale Geschwindigkeit. Da werden wir gleich einstellen 3,8 km/h Minimum und 4,5 km/h Maximum. Wir haben hier auf unserem Fahrhebel einmal ein Vorgewendemanagement, was wir uns komplett einstellen können. Das ist dieser Knopf. Da können wir uns einstellen, dass das Gebläse am Vorgewende runtergeht, damit wir die Körner nicht rauspusten zum Beispiel. Die Haspeldrehzahl können wir anpassen, dass die Haspel runtergeht und das letzte Gut am Vorgewende in die Maschine nimmt. Und noch weitere Möglichkeiten, wie gesagt, das können wir hier auch einstellen. Wir haben hier unsere Spurführungsaktivierung. Die haben wir einmal auf dem Geschwindigkeitshebel und links auf dem Fahrhebel drauf. Wir haben hier unser Schneidwerk. Einmal klicken ist Schneidhöhe 1, zweimal klicken Schneidhöhe 2 und ein Doppelklick hebt das Schneidwerk aus. Ansonsten haben wir auf dem Hebel ganz normal unsere Haspelbelegung vor, zurück, hoch, runter. Haben hier Schneidwerk manuell hoch, runter, Hangausgleich, Stopptaste, Schneidwerk Stopp. Falls wir doch vorne mal Probleme bekommen oder ein Gut irgendwie ins Schneidwerk kommt. Und hier unser Ratschenrad, womit wir unser Korntankrohr ausfahren, indem wir das einmal stark anratschen, dann gibt es einen Ton, dann fährt das Rohr heraus. Wenn das Rohr herausgefahren ist, betätige ich den Knopf durch einmal drücken und der Abbunkervorgang
beginnt. Wir haben hier hinter dem Hebel noch eine Wippe in 4 Stufen, die wir verstellen können. Da sehen wir hier oben nachher die Abtankgeschwindigkeit des Dreschers. Die können wir runterregeln oder hochregeln. Dieser Drescher hat einen 17.100 Liter Korntank. Das sind ganz normale für die Beine. Da kann ich meine Beine ganz bequem raufmachen. Es ist doch deutlich angenehmer, die Füße da drauf zu haben, entspannt, als wenn ich die wirklich unten habe. Die stören auch nicht in der Sicht. Wir haben ja hier das Fendt Ideal Drive, dass wir auch kein Lenkrad haben. Wir haben also eine von rechts nach links auf das Schneidwerk gesehen, eine optimale Sicht.